Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Outriders Demo. Und jetzt muss ich erstmal gucken, hat der das jetzt wieder? Ja, wir sind soweit. Keine Ahnung, warum das Internet schon wieder abgekackt ist. Beziehungsweise ist die Scheiße ja die. Warte mal, kann ich hier irgendwie. Weiß ich nicht, ob meine Fritzbox da irgendwie so ein Ding weg hat. Manchmal reicht das, wenn ich den Rechner anmache, dann startet sie neu. Da kommt sie nicht klar, wenn der Rechner sich anmeldet. Dann hatte ich heute früh, ist er abgekackt, als ich hier Disney Plus angemacht habe. Das ist zum Kotzen manchmal. So. Ich denke mal, wir müssen. Ah, guck mal hier. Bis jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, wofür wir das hier brauchen. Hat das? Hat das? Hat das? Okay, den haben wir. Ah, fuck. Holy shit, Alter. Hat sie den Gegenstand? Rüber da! Okay, der ist weg. Ist sie jetzt schon in Deckung? Nee, mein Mann manchmal. Hui.
Manchmal ja. Das wird ganz schön hektisch hier. Da drin ist eine ganze Menge Zeugs. Müssen wir da hin? Sieht so aus. Aber ich glunze mich jetzt hier nochmal um hier. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. So, hier sind wir reingekommen, ne? Hatte ich hier nicht vorhin in der Hektik hier irgendwo noch Eisen gesehen? Nee. Sieht nicht so aus. Ja, gut. Warte mal. Gucke mal kurz. So, hier haben wir. Nehmen wir ein Jäckchen. Neuen Mantel. Neue Schüchchen haben wir auch. Sieht doch erstmal nicht so verkehrt aus. Einen schönen Fummel hat sie jetzt an. So, was haben wir da? Helm, oh, der ist schlechter. Warte mal, war jetzt hier noch was? Nee. Nein! Oh, Alter, fuck you! Ach, ist diese fuck. Den hatten wir fast gehabt. Warum leuchtet die erste Kiste? Hast beschissen. Jawohl, Alter, der ist down. Down ist er. Heilige Scheiße. Alter, was ist mit dem? Was ist mit dem los? Alter, was ist mit dem? Alter, was ist mit dem? Wieso ist denn der wieder am Leben? Hätte ich was machen müssen? Och, leck mich doch. Alter, ich war so glücklich gerade, so froh darüber, dass der weg ist. Oh, ist das mies, Alter. Ja, was ist mit den Schweinepriestern?
Jetzt ist er down, oder? Nun nimm doch mal den Gegenstand auf. Oh, ihr Schweine. Okay, nein, aber. Alter. Fuck. Ich muss hier runter. Oh. Oh, das war knapp. Wo denn? Alter, bist du Jack oder was? Das Ganze hier erinnert mich stark an die Mission damals in Damaskus, bei der wir diese Diplomaten gerettet haben. Da, ich musste deinen Arsch vor einem Machetenmob retten. Ha, ich musste deinen blöden Arsch vor einem wütenden Redneck-Mob retten, der DC stürmte. Diese Missionen, da hatte ich das Gefühl, für eine Sache zu kämpfen. Aber das Drecksloch hier war den Kampf nie wert. Und? Um was geht's dir denn? Ich versuche nur zu überleben, Boss. Das ist schon schwer genug. Anscheinend war das ein guter Tag, um aufzuwachen. Alter Junge, das ist aber auch hektisch hier. Hier ist noch was. Mal erstmal alles mitnehmen. Junge, 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 Alter, hier geht's ab. Gucken wir mal. So, wir haben ein paar neue Kniften hier. 160, jawohl, Alter. Die hat aber größere Schaden 27. Schaden 6, ja, das passt schon. Hier haben wir noch was. Neue Buchsen. Oh, hier haben wir, guck mal hier, maximale Leben, jawohl, 168. Da sterben wir vielleicht nicht mehr ganz so oft. So, klasse. Ei, ei, der Graus. So, erhöht den Waffenschaden, ja, das ist jetzt die Frage, wo geht man lang? Erhöht deine Anomaliekraft um 6%. Da würde ich ja fast sagen, ich würde hier den Weg gehen. Erhöht deinen Lebensentzug durch Fähigkeiten um 6%. Erhöht deinen Widerstandsdurchschlag um 10%. Erhöht deine.
reduziert die Abklingzeit deiner Schadensfähigkeiten um 15 Jahre. Ich gehe mal auf Anomalie. Ich finde das gerade sehr toll. Aber haben wir jetzt nicht noch... Warte mal, wir sind Stufe 5. Nee, bei 6 kriegen wir da wieder. Warte mal, so mache ich die Beden-Dingswaffen und so. Na, alles klar. Da muss ich auch erstmal. Warte mal, war da noch irgendwas? Nee. Munition ist aufgefüllt. Räumen den Bereich frei. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir gehen jetzt in die richtige Richtung, richtig? Du bist hier. Aber ich kann doch auch hier runter, oder? Nee, kann ich gar nicht. Dann hat sich das ja schon erledigt. Oh, das war knapp. Okay. Aber ich habe jetzt ja nicht das... Was habe ich denn jetzt wieder? Holy shit, Alter. Mensch. E drücken. Oder E. Fehlt noch so eine Meuchelattacke. Wisst ihr, was ich meine? Okay, die kaputt. Dass man irgendwo rauskommt hinter denen und dann ein Messer rinrammt. Irgendwie vermisse ich das irgendwie. Irgendwie vermisse ich das irgendwie. Der war gut. Jakob, ich sehe hier jede Menge Tote. Anscheinend wurden sie kurz gebraten. Oh, Scheiße, sei vorsichtig. Hier ist noch ein Trüschchen. Sehr gut. Hoffentlich lohnt sich das hoch.
Oh, das sieht aus, als wenn es sich lohnt. 126. Verringert die Abklingzeit der Fähigkeit um 20%. Ach, Tanz des Todes. Was ist ein Tanz des Todes? Heilt den? Ja, habe ich. Oh, jetzt haben wir ein bisschen längeren Mantel. Ich wollte gerade sagen, warum hatten die jetzt einen Helm auf? Aber ist ja ein Schal. Schals. Hier ist noch was zum Abbauen. Warte mal, hier ist. Muss ich jetzt hier irgendwo drücken? Wahrscheinlich verschlossene Tür. Ja, ich sag mal, die Abklingzeit ist jetzt nicht so. Also die erste hätte ich. Die erste wäre vielleicht noch ein bisschen interessanter gewesen. Hui. Sind wir jetzt im Turm? Sieht so aus. Jakob, ich bin am Solarturm. Ich gehe rein. Also, was siehst du da drin? Hier fliegen überall irgendwelche Elektrofunken herum. Das heißt, dass du nah dran bist. Dieser Veränderte ist ein beschissener Elektrofreak. Habe ich das nie erwähnt? Du meinst, er knipst Glühbirnen an? Er brutzelt eher alles im Umkreis von einer Meile weg. Ich weiß, du kannst auf dich selber aufpassen, aber dieser Hurensohn ist ein sehr spezieller Gegner. Seit kurzem bin ich das auch. Naja, aber ich spiel dich. Achso. Muss erstmal gucken. Schaden 55. Vierundzwanzig, 55, Alter, das ist gut. Noch irgendwo was? Nee. Der brutzelt alles weg. Ja, so sieht's hier auch aus. Okay, Leute. Dann wollen wir mal, wa? Oh, ich hab Angst. Alter, als ob.
Aber na, geh doch weg da, Mensch. Drücke meine falschen Dinger hier. Nein! Nee, ich bin gleich tot. Verdammt. Diese Tüpfen ist so langsam. Shit. Nein! Oh, Alter, das ist doch abartig. Holy shit, Alter. Laufen, laufen, laufen. Haben wir? Jawohl, Alter, jawohl, Alter! Rider, du hast zum ersten Mal getötet. Wir Veränderten sterben nicht so schnell, was? Seth. Komm, lass uns reden. Jawohl, Alter, ja! Yeah! Zweiter Versuch, sehr gut. Oh, ich schlag hier schon aus.
Sie baten dich um Hilfe. Gegen den Veränderten. Warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschub wegen... Sterben sie alle. Schwache Kreaturen. Die sich gegenseitig abschlachten. Es ist Verschwendung. Botengänge zu machen. Um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Sieh es doch ein. Du bist nicht mehr wie sie. Und jetzt? Soll ich einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler. Aber du bist noch viel mehr. Verändert und Outrider. Der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Man nennt ihn Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg, jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die Schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten. Also jage ich ihn. Aber das ist nicht dein Kampf. Du musst der Hirte sein. Führe sie hinaus aus diesem Blutbad, Outrider. Die haben beide dieselbe Frisur. Diese Kameraführung finde ich echt furchtbar. Square Enix, mach da was. Ja, so starre Kameras. Nicht so eine mobile Scheiße. So eine Wackelscheiße. She-Ra, dein Nachschubweg ist offen. Ich komm zurück. Ich glaub's nicht. Was du gerade getan hast, dabei habe ich 100 Männer verloren. Dank mir nicht zu früh. Du musst noch einen Krieg gewinnen. Bin nicht sicher, ob den Scheißkrieg überhaupt irgendwer gewinnen wird. Aber ich hätte dann noch eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. Holy moly, shit, nioli. Cannoli, wir haben eine neue Pistole. Schaden 7, Schaden 8, naja, ist schlechter. Ist alles schlechter. Aber 150 Crit, 125. So, hier haben wir noch was. Das ist neu, aber ist alles schlechter. Egal wie schlecht du bist. Ich bin schlechter. So, war jetzt hier noch irgendwas? Nee. Es ist eine ziemlich heiße Scheiße hier. Junge, 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 Junge. Wir sollen der Hirte sein. Er kämpft gegen ihn. Sie nennen ihn Moloch. Wen denn? Ihn? Der sah aus wie er. Er kämpft gegen ihn, der stärker ist. Da gibt es hier wirklich so einen Oberboss oder was? Ich hab das Gefühl, ich hab hier was übersehen. Tagebuch vielleicht, irgendwie sowas. Ne. Sieht nicht danach aus, ne? Na gut. Na gut, ab zurück. So, okay. Hier ist noch ein Bereich, den wir nicht kennen. Lass mal dahin gehen. Lass uns mal gucken, wo wir da vielleicht noch hin können. In welche Richtung gehen wir denn jetzt? Warte mal, wenn ich die Richtung anpeile. Zeigt er mir ja noch an. Welche Richtung laufe ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, hier bin ich wieder.
Wenn ich jetzt hier rein hier. Hier ist irgendwas. Nee. Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwas frei geworden. Ach, guck mal, das ist hier. Nee, da bin ich jetzt da hinten. So, hier. Ich bin verwirrt. Verwirrt mit Ü. Wenn ich da hoch gehe, warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ach, hier. Hier lang, wa? Hier kommen wir auch nicht rüber. Da kommen wir nicht hin, oder? Dann stehe ich da oben irgendwo. Nee, wo stehe ich denn jetzt hier? Warte mal, hier jetzt hoch zu dem Bunkerhügel. Und von da aus gerade rüber. Das ist doch hier, oder? Ja, das ist hier lang. Das heißt also, hier geht es irgendwann weiter, oder was? Durch? Nee, wa? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Na ja, gut, wir gehen erstmal zurück, wa? Können wir auch erstmal Zeugs verscherbeln, vielleicht neue Rüstung noch holen. Und dann ist das ja auch wie so ein Loot, wie so ein Grinding, wa? Dass du hier. Weißt du was? Die Bluthunde scheißen sich immer noch dermaßen in die Hose, dass sie. Ja, wie sollen Händler ohne Zuschüsse zurechtkommen? Na, Entschuldigung. So, dann verscherbeln wir erstmal alles hier, wa? Können wir alles raushauen hier. ...1080. Okay, wir haben... Wir können Schuhe von... Anomaliekraft. Die kurven wir erstmal. Handschuhe, Anomaliekraft. Hier drunter. Hä? Verstehe ich nicht. Bonuswaffenstärke. Warte mal, hier ist eine Hose. Bonuswaffenstärke. Die hat eine Rüstung von 104, aber Bonuswaffenstärke bloß 19. Was ist denn eine Bonuswaffe? Hier ist ja noch mehr. Habe ich gerade Handschuhe gekauft? Weiß ich jetzt ja nicht. Warte mal. Alles hat seinen Preis. Für Veränderte. Nee, wir haben Schuhe geholt. Anomaliekraft 29. Ein paar Adidas haben wir gekriegt. Hier ist Anomaliekraft 27. Ich würde ja fast weg behaupten, eine Hose. Sieh dir ruhig meine Waren an. Hose. Wäre nicht schlecht. Ach so. Handschuh? 90, 27. Ach so, da ist ja wieder jetzt, auf die sind ja dann Bonus. Ach hier, guck mal. Verlangsamungsfalle erhöht den Wirkungsradius um einen. Ach so, das ist bloß Verlangsamungsfalle. Ich würde mal fast sagen, wir holen uns hier mal die Buchse.
Nehmen aber die 94er, weil... Bonuswaffenstärke. Was ist denn Bonuswaffen? Die Waffenstärke erhöht den Waffenschaden, den dein Charakter verursacht. Der Wert wird unter Waffenschadenbonus angezeigt. Du erhältst Splitter, wenn du Waffen und Rüstungsteile zerlegst. Dann kannst du die Splitter bei der Fertigung verwenden, um spezifische Attribute zu erhöhen. Ich kann die auch zerlegen? Okay. Die Waffenstärke erhöht den Waffenschaden. Also sieht das richtig, dass es denn doch besser ist, wenn ich jetzt hier, dann habe ich mehr Durchschlagskraft, richtig? Sieht das richtig? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, Helm haben wir auch noch. Den können wir auch noch holen. Haben wir 19. Anomaliekraft. Ich würde ja eher sagen, ich gehe auf eine Anomalie, wa? Gegen Bosse ist das ja nicht so verkehrt. Bestell mir, dass ich keine verdammten Zölle bezahle. Sieht doch erstmal ja nicht so verkehrt aus. Man könnte jetzt natürlich jetzt hier wieder ringehen, das nochmal machen und dann halt grinden. Oh Gott, der Zopf, der guckt da durch die Rüstung durch. Ah, oh, wie ich das hasse. Ah, da ist er. Na gut, wir gehen erstmal zurück. Gucken wir mal, was los ist. Ach, das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob? She-Ra? Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wär's gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Jo. Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du... Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, She-Ra. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. She-Ra, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Ich will McCain noch nicht abschreiben. Er ist ein verdammt harter Knochen. Wir haben hier noch eine Aufgabe. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich habe keine Zeit. Du hast mich ein paar Jahre zu lang pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Oh, so viel Zeugs hier. Okay, wie hat dieser Krieg begonnen? Ja, das ist doch die Frage der Fragen, oder? Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr überhaupt? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen.
Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen. Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blutvergießen. Versteht mich mal jetzt nicht falsch, aber in so eine Kammer kannst du doch... Die hätten doch noch 100 Jahre da drin bleiben können, oder? Man hätte doch, so wie die ihren Plan ursprünglich, hätte man doch durchziehen können. Hätte doch, du hättest doch sagen können, gut, dann lassen wir die jetzt da drinnen. Eure Feinde, was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Menschen ändern sich nicht. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wenn auch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen Veränderten da draußen, für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen, oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheinen wenigstens einen Grund dafür zu haben und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes. Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Die Frage, die stellt, wenn man manchmal stellt man sich ja die Frage, welche Macht würde man gerne haben wollen? Gibt ja so diese Fragestellung. Und dann, wofür würde man denn alles einsetzen? Was ich nicht damals alles fantasiert habe. Keine Ahnung, so was wie die Macht aus Star Wars wäre schon was. Dann irgendwie was die Zeit stillstehen lässt, hatte ich auch schon mal als Kind damals. Und weißt du, so die lässt die Zeit stillstehen und kannst machen, was du willst. Du gehst überall hin, isst da Süßigkeiten, isst da ein Eis oder holst dir da, keine Ahnung, Spielekonsole raus und spazierst einfach raus, weißt du, oder ja, Elektro oder Telekinese, das sind alles so eine Dinge, aber die spezielle Frage ist dann immer, wofür würde man das einsetzen, weißt du? Würdest du das einsetzen, um vielleicht Weltfrieden zu bekommen? Oder würdest du das... Oh, Entschuldigung. Oder würdest du das einsetzen? Oh, Mensch, der muss ja gleich gehen. Oder würdest du das einsetzen, um... Ja, für dich selber, weißt du? So keine Ahnung, wie gesagt, so, für deinen eigenen Vorteil, damit du ein besseres Leben hast. Stell dir mal vor, du hast jetzt so eine Fähigkeiten wie sie. Wo würdest du denn jetzt, weißt du, was würdest du damit machen? Würdest du auch rausgehen, sag mal, hier in unserer Welt und dann in Krisengebiete und da halt Anführer ausschalten, die jetzt zum Beispiel wie in Afrika diese Warlords, die da das ganze Land stabilisieren. Wenn die alle ausgeschalten sind, dann hat doch vielleicht jeder dieselben Möglichkeiten, sich da irgendwie in seinem Land zu etablieren, weißt du, wenn du jetzt sag mal die Bösen alle ausschaltest, dann schwierig. Also wenn man wirklich so hat, dann könnte ich mir so ja vorstellen, also aus meiner persönlichen Sicht, dass ich dann für etwas Gutes einsetze. Aber ist es denn
Dann bleibt aber auch immer die Frage, ist die Menschheit sowas überhaupt wert, wisst ihr? Werden die, die denn dann noch da sind, bleiben die denn gut oder so? Wisst ihr nicht, dass dann auch wieder welche denn so? Aber wenn der, oh, jetzt bin ich aber müde. So spät ist doch noch gar nicht. Naja, so. Das ist verrückt. Du hast das Foto doch erst vor ein paar Stunden gemacht. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt's nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann. Der letzte Angriff der Rebellen war eine Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreichte uns die Nachricht, er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Ist doch das Mindeste. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchtrupps was über McCain haben. Oh. Ach so. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchtrupps was über McCain herausfinden. Wenn dieser McCain noch lebt, muss ich ihn finden. Gut. Historiker. Gehen jetzt mal da unten, wa? Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Ein Hoffnungsfunke für Verlierer, die nicht einsehen wollen, dass die Welt am Arsch ist. Tja, ist jetzt wohl aber unsere verdammte Mission. Treffen wir uns in meiner Werkstatt. Wenn er mir die Ration, die mir zustehen, nicht gibt, dann ist das ihn. Also. Ne, warte mal hier irgendwo. Ach hier. Willkommen, Schätzchen. Madame Beauvoirs Museum. Wow. Finger weg. Beastie Boys auf Vinyl. Selbst auf der Erde war das eine Rarität. Woher weißt du das? Oh, lange Geschichte. Bist du Sammlerin? Irgendwer muss ja. Alle anderen vergessen nur allzu gern. Woher stammt denn der Kram? Als wir die Erde verließen, durfte jeder von uns nur eine Kiste mitnehmen. Jetzt will keiner mehr was von dem Krempel wissen. Außer mir. Das ist unsere Geschichte. Was wir waren und was verloren ging. Mein kleines Museum der Erde. Spenden sind übrigens immer willkommen. Mein Gott. Da ist noch Tinte drin. Wie? Ich sag ja, lange Geschichte. Danke. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts.
Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich halte die Augen offen. Hast du heute nichts für mich? Kaum zu glauben, dass dieser Planet schon leergeräumt sein soll. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder... Okay. Hör nicht auf, für mich nach Artefakten zu suchen. Ich bin zu alt. Die Rebellen. Mal gucken, wo alles genommen. Und deine Tochter? So. Die haben sie auch. Lager. Basis der Bluthunde. Traue diesen Veränderten nicht. Ganz meine Meinung. Andere Händler beschweren sich, dass ich sie unterbiete. Danke, dass du es dem Mörder des Armes Sunshine gezeigt hast. Ist das jetzt hier richtig hier? Guck mal, hier ist irgendwas. Scheiße heiß hier. Was ist mit den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt? Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. Hätten ja wenigstens eine Warnung rausgeben können. The things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. Get on! Das ist schon ganz schön mächtig, oder? Do what you were sent here for! Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this persistence! This world is crashing down! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. Vorbestellen. Ja. Danke fürs Spielen. Dein Abenteuer hat gerade erst begonnen. Über 35 Stunden aggressive Kämpfe und fesselnder Story. Vier Klassen und vier einzelne Spielweisen zu meistern. Umfangreiche Fähigkeitsbäume, Fernsehen oder sonst was.
So, kann ich jetzt hier eigentlich nochmal rennen oder nicht? Was ist, wenn ich das jetzt nochmal anmache? Wir sind ja hier noch nicht fertig, ne? Aber ich sehe, wir haben schon mit einer Stunde rum. Ja. Ist das jetzt vor dem Ding hier gewesen oder nach dem Ding? Halte deine Augen weiter nach schönen Dingen für meine Regale offen. Jemand muss diese Artefakte retten, bevor sie für immer verloren sind. Okay. So, die... Alles hat seinen Preis. Danke, dass du es dem Mörder des Abends erzählst. Die Frage ist jetzt, so, wir sind jetzt hier. Du bist hier. Wir sind hier im Lager. Flussbecken. So, jetzt ist aber die Frage. Wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Lass jetzt die Aufnahme erstmal laufen, weil prinzipiell würde ich jetzt gerne wissen wollen. Shira, ich sehe das Epizentrum der Explosion. Ah. Hier hat alles begonnen. Ich glaube kaum, dass McCain das überlebt hat. Was du glaubst, ist mir egal. Ich brauche ihn lebend. Okay. Alles klar. So kommen wir rüber. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge, denke ich mal, wird doch die letzte dann sein. Und dann gucken wir mal. Wir gucken mal, dass wir nächste Folge jetzt den Professor da kriegen und dann, dass wir noch ein bisschen bessere Ausrüstung irgendwie farmen oder sowas. Und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie nochmal den Typen da in Angriff nehmen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und bis dahin. Tüdelü.